Liebe Freunde des gepflegten Dilettantismus, ich habe eben das Video schon mal aufgenommen, es ist viel zu lang geworden, ich muss es kürzer halten, also ich versuche mein Bestes. Der einzig verbliebene Piratenstadtrat Martin Schulte-Wissermann hat gestern laut diesem Blog-Eintrag eine 2224-seitige Anfrage an Oberbürgermeister Dirk Hilpert gestellt. Er möchte also wissen, welche Grundstücke Dresden besitzt und behauptet hier, dass die genaue Zahl und Lage der Grundstücke geheim gehalten wird, sodass niemand Vorschläge machen kann, was mit den Grundstücken passiert, Kunstprojekt im Außenbereich, Kunstprojekt oder Außenbereich einer Kita. Und er will also jetzt das Geheimnis lüften, verweist auf seine Stadtratskollegen Max Aschenbach und Christopher Kolditz und er geht sich hier also, ich werde es in der Beschreibung verlinken, in Behauptungen und Mutmaßungen und droht hier auch damit, wenn die Anfrage so nicht beantwortet wird, dann könne er auch 108.884 einzelne Anfragen automatisiert abschicken. Braucht er nicht, er hat die Anfrage jetzt also gestellt mit über 2200 Seiten und jetzt zeige ich ihm mal, wie man es richtig macht. Der erwähnte Chris Kolditz hat nämlich letztes Jahr begonnen, für einzelne Gemarkungen in Dresden, das sind also sowas wie Stadtteile oder Teile von Stadtteilen in Dresden, anzufragen, welche Grundstücke die Stadt besitzt. Und ich habe jetzt mal hier exemplarisch die neueste Anfrage von ihm rausgesucht. Die ist also beantwortet worden von der Stadt am 13. Januar diesen Jahres, also vor gut 5 Wochen. Der Herr Hilbert antwortet wie immer mit seiner Floskel, dass er eigentlich keinen Anspruch auf eine Beantwortung hat, aber dass er Selbstinteresse hat, der Herr Hilbert, und dass er die deswegen beantwortet. Der Herr Kolditz hat also gefragt, welche Grundstücke in den Gemarkungen Trachau und Trachenberge besitzt die Landeshauptstadt Dresden oder ihre Gesellschaften. Und dann wird erwähnt, Eigentumsbezeichnung 15 ist städtisches Eigentum, Eigentumsform 16 ist das Eigentum städtischer Gesellschaften und die Eigentumsform 91 Eigentum der Landeshauptstadt Dresden und weiterer Eigentümer. Also wenn die Stadt nicht alleiniger Besitzer ist, sondern zum Beispiel auch der Freistaat Miteigentümer. Und jetzt zeige ich euch noch den Anfang der Liste, die hat in dem Fall 8 Seiten. Die Gemarkung, das Flurstück oder die Flurstücksnummer, die Eigentumsform, hier ist auch mal eine 16 dabei, Status A für aktiv, keine Ahnung, und im Zweifelsfall noch die Adresse, keine Ahnung, was es mit der Adresse genau auf sich hat, ein Grundstück hat ja nur 4 Seiten, kann also theoretisch auch an 4 Straßen liegen. So, das soll es tatsächlich dabei gewesen sein, wie gesagt, ich verlinke die entsprechenden Seiten, die ich jetzt aufgerufen habe, in der Beschreibung und beömmele mich weiter über den Dilettantismus der Dresdner Piraten. Ich wünsche euch was. Pfiat's euch.